Es ist soweit. Die allerletzte Spectrobes-Aufnahme, Spezialaufnahme, wo wir jeden Spectrobe durchgehen werden. Phila besitzt einen harten Panzer aus Exoskelett und ähnelt einer grünen Raupe. Seine Suchfähigkeiten sind im Mittelmaß und er lässt sich leicht steuern. Größe 1,3, das ist ja eine schon ziemlich groß. Und 31 Kilogramm. Phila Master. Größe 1,5. 1,5 Meter, 290 Kilogramm. Boah. Phila Masters Primärwaffe sind seine spitzen Hörner auf dem Kopf. Sie machen ihn zu einem guten Nahkämpfer. Schutz bietet ihm dabei sein hartes Exoskelett. Und natürlich Phila Nox. Phila Nox ist mit einer riesen mobilen Kanone ausgestattet. Er ist ein Verteidigungsspektrum und damit ein guter Beschützer, leistet aber auch offensiv gute Dienste. 3,4 Meter und 1700 Kilogramm. Oh mein Gott! Bung, mit diesem Spezialteil. So, das war dann wohl mal der erste. Nummer 2. Segu. 1,5 Meter groß, 11 Kilogramm schwer. Segu ist von einem spröden Panzer umgeben. Er nimmt gern andere Wesen auf den Arm, indem er sich als Ei ausgibt. Er ist zwar schüchtern, aber auch ein Schlingel. Nice. Segolos ist ein Verteidigungsspektrop. Er besitzt zwei Schulterschilde als Schutz im Kampf, setzt er sie aber auch als Waffen gegen Feinde ein. 1,7 Meter groß und 160 Kilogramm schwer. Dazu noch dieses Spezialteil. Nice, nice, nice. Und seine letzte Form. Ich sag's euch, Leute, die macht mich verrückt. Die macht mich jetzt noch verrückt. Segular. Segulara verfügt über starke Elektrizität, die durch seinen Körper läuft und im Kampf als Waffe dient. Er nutzt diese Elektrizität auch zur Verteidigung. Alter, dieses Ding ist so. Alter. Krank. 2 Meter groß, 250 Kilogramm schwer. Bumm. Und Nummer 3. Das ist Harumi. Harumi gräbt mit seinen großen Krallen Mineralien aus dem Boden, um sie zu verspeisen. Ist er satt, rülpst er kräftig, er hat einen hochentwickelten Tastsinn. 0,6 Meter groß, 17 Kilogramm schwer. Harumite. Harumite besitzt zwei dornartige Gabeln am Körper und zwei scherenartige Greifer. Als Waffen und Verteidigung ist seine Spezialität. Boah, Keulen und Klauen. 1,5 Meter groß, 200 Kilogramm schwer. Und natürlich noch Harumidei. 2 Meter groß und 380 Kilogramm schwer. Mit diesem Spezialteil. Harumidei besitzt zwei große Klauen, mit denen er Feinde angreift. Dabei schützt ihn sein Panzer. Er ist ein ausgeglichener Freund und leicht zu steuern. Nice. Nummer 4. Hatten wir schon. Kennen wir. Nummer 5 auch. Nummer 6. Fung, 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 fung. Inkarna ist ein Wächterspektrum. Er lädt sich mit Energie aus Magma auf. Sein harter, fossilartiger Panzer bietet hervorragenden Schutz gegen Angriffe. 0,4 Meter groß und 18 Kilogramm schwer. Inkanapa. 2,4 groß, 700 Kilogramm schwer. Ist ein sehr robuster Spektor. Er rammt seine Feinde mit seinem ganzen Gewicht und erledigt Angreifer mit Flammenwerfern auf seinen Schultern. Dieses Spezialteil. Inka Flare wird von Magma-Energie gespeist. Er gehört zum Typ Wächter und ist ein würdiger Freund. Mit seinem gemeinen Turboschlag wehrt er Feinde ab. 2,6 groß, 1500 Kilogramm schwer. Ja, der ist schon was Besonderes. Nice.
Kommen wir zu Nummer 7. Fast nicht hätte ich ihn machen können. Das ist Dongo, 0,6 Meter groß und 32 Kilogramm schwer. Dongo ist ein eher stiller Specdob, der jeden Befehl ausführt, ohne zu fragen. Er ist verspielt und kugelt sich gern zusammen, um sie fortzubewegen. Dongora ist ein Energiespeckrob mit seinem sehr klobigen Körper. Er rast auf Feinde zu und rammt ihnen seine spitzen Hörner in den Leib. 2,7 groß, 980 Kilogramm schwer. Und Dongaiga gehört zu den schwersten Zwergdrops überhaupt. Er erzeugt mit seinem Körper Stoßwellen, um Feinde zu bezwingen, und kann sie mit Magmakugeln bespucken. Er ist 3 Tonnen und 100 Kilogramm schwer und 3,80 Meter groß. Mit diesem Spezialteil. Kommen wir zu Nummer 8. Bartor lebt gern im Wald. Er nutzt seinen propellenartigen Schweif, um Büsche und Zweige für seine Nester zu kappen. Sein harter Panzer bietet guten Schutz, 0,6 Meter groß und 18 Kilogramm schwer. Bartolach ist ein Energiespektrum mit hervorragenden Verteidigungsfähigkeiten. Er greift Feinde an, indem er ihnen seine spitzen Hörner in den Leib rammt. 1,6 groß, 230 Kilogramm schwer. Und Bartolosa sieht aus wie eine Kanone und bewegt sich auch so. Er ist ein sehr starker Energiespektrum, mit seinen Schilden und seinem Horn Feinde angreift. Mit diesem Horn oder diesem Horn oder diesem Horn. Nice. Dann kommen wir zu Nummer 9. Das ist Aoi. Der ist 5 Kilogramm schwer. Aoi segelt äußerst schnell und gekonnt durch die Luft. Er ist sehr intelligent und wenn er Fossilien oder Minerale entdeckt, dreht er sich blitzschnell im Kreis. Aoba. Bung, 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 bung. Mit diesem Spezialteil. Aoba. Ist ein Tempus-Vektor. Sein Spezialgebiet sind blitzschnelle Luftangriffe. Feinde kriegen allerdings auch die Energie, in seinem Schweif zu spüren. Und Aubazar. Auch sehr nice. Aubazar-Luftkampfpotenzial ist gleich Null. Er ist ein Tempus-Vektor, der zum Flügel Feinde zerschmettert. Sein Orkano-Wahn ist seine eigentliche Stärke. Der ist so cool. Den mit dem anderen Corona-Vogel ist vermutlich die perfekte Kombination. 10 hatten wir. 11 hatten wir, glaube ich, auch schon. Ich weiß nicht. Wartet mal. Ja, den hatten wir auch schon. 12 hatten wir vor langer, langer Zeit. 13 hatten wir. Hatten wir den? Ich glaube schon. 14. Das ist nämlich Gigio. Gigio ist seltsam, bewegt sich sonderbar. Er hat mehrere Augen, die ihn als Sensoren dienen. Deshalb ist er ein guter Späher mit großer Suchweite. Gigigen ist ein einzigartiger Spektor. Er kann Feinde me mental verblüfft und verwirren. Hat er den Feind verhext, reißt er ihn mit seinen Scheren in Stücke. Und Gigigag. Gijigag besitzt seltsame Kräfte in seinen vielen roten Armen. Damit führt er seinen bösen Lasershow-Angriff aus. Der Feind verfällt in Trance und kriegt kein Fett weg. Bam. Ja, spezieller Spektrum, aber. Naja, ist etwas seltsam. Aber jeder hat ja seinen eigenen Geschmack. Kommen wir zu 17. 17. Ist ein seltener Spektor, vereint drei Wesen in sich. Das Behaarte ist der Anführer. Sie stehen sich nahe und hoffen, bald ähnlichen Spektors zu begegnen. Kukanon in allen drei Farben erhältlich. Kukanon hat sich auf Fernangriff spezialisiert. Er kann mit seiner riesigen Kanone Ziele zerschmettern, ist aber schwach als Nahkämpfer. Und Kugaster ist ein Fernkampfspektor auf seinem Körper, eine fliegende Bazooka. Er kann ganze Horden von Feinden auslöschen. Was er sieht, kann er vernichten. Nice. Dann kommen wir zu 18 hatten wir. 19, wie gesagt, mache ich nicht. 20 hatten wir auch schon. Und nun die verblüffende Nummer 21. Man sagt, dieses Spektrum sei einer der besten, die es gibt. Mosari ist einer der seltensten Spectropes.
Er wirkt müde und faul, aber viele behaupten, er würde so tun, bis ein Kampf ansteht. Musarito ist ein sehr seltener Heilungsspektrop, über den man nur wenig weiß. Es heißt, er setzte einen langen rüsselnden Kampf als Waffe ein. Und Mosax. Mosax ist, macht sich rar. Er ist von geheimnisvoller Schönheit und besitzt enorme Heilkräfte. Man glaubt es kaum, aber auch als Nahkämpfer ist er gut. Mit diesem Spezialteil. Er ist echt nice. Und die Nummer 22. Das ist Mesa. Mesa ist ein weiterer extrem seltener Aspekt, aber es heißt, er sei ein großartiger Kämpfer und Heiler, obwohl er noch ein Kind ist. Ist er tapfer und mutig. Und Mesaborn. Mesaborns Lebensstil ist ein Geheimnis. Es heißt, er benutzte die Klauen seiner Vorderbeine als Waffen und feuerte Energiestrahlen aus einer Stelle am Rücken ab. Bäm. Und natürlich Mesatron. Mesatron ist ein hochentwickelter Spektrum, extrem selten. Es heißt, er speichert Energie in dem Körper und setzt sie bei seinem Blitzkugelangriff ein. Tja, und das war's. Letzter Spektrum. Ich habe es versprochen am Anfang des Let's Plays, ich werde alle machen. Ich habe jetzt einfach den Schako ausgelassen, weil ich habe den gesehen. Mir gefällt er nicht. Ich habe keinen Bock. Ich könnte es machen. Ich hätte noch genug Mineralien. Aber ich mach's nicht. Aus Prinzip. Weil er ist mein Sucher, er bleibt mein Sucher, ich werde ihn nicht ausbilden. Er ist mein Sucher. Tja, und das ist in unsere Spectrobe. Garuda, Rex, Drake, Ansem, Dexter, Leto. Und jetzt neu. Skara. Defense. Und das war's. Bis zum nächsten Let's Play.